Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute werde ich das Spiel Bayern gegen Werder Bremen orakeln. Und zwar habe ich dafür hier heute vier Booster der Match Attack Serie, der ganz normalen. In jedem Booster sind 10 Karten drin. Und da würde ich mal sagen, wir starten mal mit der ersten Halbzeit und los geht's. So, auf zu den ersten 25 Minuten. So, mein Tipp wäre ein 3 zu 1 für die Bayern. Ihr könnt ja wie immer reinschreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Und hier haben wir als erstes Öztunali von Mainz 05. Dann haben wir hier Sobotka von Fortuna Düsseldorf. Hier haben wir dann Maximilian Philipp von Dortmund. Brauchen wir es sowieso nicht. Hier haben wir Alea von Frankfurt. Hier haben wir Gladbach mit Traoré. Dann haben wir Augsburg, Starspieler Gregoritsch. Dann haben wir vom Dosenclub Upamecano. Und hier haben wir das 1 zu 0 durch Rames Rodriguez. Und dann kommt hier der nächste Spieler, Robert Bauer von Nürnberg. Und die letzte Karte ist hier von der Meisterschale. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit. Alles klar. So, die Frankfurter sind ja am Donnerstag weitergekommen. Richtig nice. Also, was die Frankfurter im Moment hier abliefern, echt nice. Und hier haben wir Brosinski von Mainz. Hier haben wir Harters von Arminia Bielefeld. Oh, hier haben wir das 2 zu 0 durch Thomas Müller. Müller, Müller. Richtig nice. So, da haben wir Abraham von Frankfurt. Dann haben wir hier von Mainz 05 Stefan Bell. Dann haben wir hier Matchwinner Alexander Schwolo von Freiburg. Dann haben wir von Gladbach Jonas Hofmann. Dann haben wir von Dortmund Julian Weigl. Dann haben wir hier Tisserand von Wolfsburg. Und da haben wir die letzte Karte und die ist Hinteregger von Augsburg. Und somit ist die erste Halbzeit vorüber mit 2 zu 0 führen die Bayern. Ja, was für eine erste Halbzeit. Ein Tor von Ramos Rodriguez und von Thomas Müller. Keine Tore durch Werder Bremen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten mit der zweiten Halbzeit und los geht's. So, auf geht's. Oh, jetzt geht er nicht auf. So, doch. Oh, yeah. Jetzt wird nochmal spannend und zwar kommt es hier zum Anschlusstreffer durch Klaassen von Werder Bremen natürlich. Dann haben wir hier Nanzig von Jan Regensburg. Dann haben wir hier Brennett von Hoffenheim. Hier haben wir einen Ron Robert Zieler von Stuttgart. Dann haben wir Mario Stolberg Gomez von Stuttgart. Dann haben wir hier von Schalke Oczypka. Hier haben wir Klünder von der Hertha. Und da haben wir das 3 zu 1 durch Lewandowski. Jawolski. Also 3-1 tippe ich ja auch. Mal schauen, wie das Orakel ausgeht. Dann kommt hier Nürnberg, Eduard Löwen. Und die letzte Karte ist hier Waldemar Anton von Hannover 96. So.
Dann kommt hier die letzten 20 Minuten von diesem Orakel. Mal schauen, ob die Bremer noch irgendwas leisten können hier. Hier haben wir Finn Bogason von Augsburg. Dann haben wir hier Holtby von HSV. Dann haben wir Fink von Düsseldorf. Dann haben wir hier Fährmann von Schalke. Hier haben wir Tommy von Stuttgart. Dann haben wir hier Naldo von Schalke, aber der spielt ja eigentlich gar nicht mehr da. Dann haben wir von Frankfurt Willems. Dann haben wir hier Kai Havertz von Leverkusen. Dann haben wir hier Maloka, oder wie der heißt, von Kräuter führt. Und die letzte Karte ist hier Nils Petersen von Freiburg. Somit geht das Orakel auch 3-1 aus. Das ist ja ein Zufall, oder? Ja, da würde ich mal sagen, schreibt schön eure Tipps schreibt eure Tipps in die Kommentare. So, jetzt haben wir es. Deutsch lernen, Bubble, genau. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao.